Ja, das ist schon echt interessant. Die kleinen Entchen, die suchen sich Regenwürmer. Ich habe schon gesehen, wie sie ein paar verspeist haben. Mal gucken, es gibt ja genug von diesen dämlichen Nacktschnecken. Ich schätze mal, das wird auch ein Leckerbissen sein für sie. Ich werde sie mal sammeln demnächst. Sonst habe ich sie mal zertreten. Diesmal werde ich sie einsammeln. Da haben meine Entchen wenigstens was davon. Den kleinen Entchen zuzuschauen, das macht auch Spaß. Guck doch mal, was das für ein Gewusel ist. Die Entenmama hat alles Mögliche zu tun, um zu gucken, ob ihre Schar zusammenbleibt. Ja, die Teichfolie, die scheint den kleinen Entchen noch ein bisschen zu glatt zu sein. Vorhin waren sie im Teich, sind nicht mehr rausgekommen. Die Entenmama stand oben, ich musste sie wirklich rausholen. Die haben es nicht geschafft, an der glatten Teichfolie hochzuklettern. Deswegen gehen sie jetzt wohl nicht mehr rein. Jetzt laufen sie nur noch oben am Rand rum. Ja, wenn genug Wasser drin wäre, dann würde das Wasser bis da oben hin stehen, wo das Regenrohr aufhört. Dann wäre es wohl kein Problem. Und hier wieder meine Gänse, wie sie wieder an meiner Hose rumzippeln und meinen neuen Schuh.